Schon okay, ich gehe ran. Ja? Ist Miss Svetlova da? Durand, sie heißt jetzt Durand. Sind Sie das, Monsieur Durand? Herzlichen Glückwunsch. Könnten Sie Ihre Frau ans Telefon holen? Natürlich. Hier ist für dich. Wer ist dran? Renier. Oh, na super. Durand. Das muss ich mir aufschreiben. Max, kannst du mir was zum Schreiben holen, bitte? Ich nehme den Stift mit. Den brauche ich ja ohnehin nicht mehr. Ich werde das Tagebuch einstecken. Ich lasse es niemals zurück, da ich oft etwas notieren muss, um es nicht zu vergessen. Max, ich brauche einen Stift. Neben dem Bild müsste einer liegen. Hier, schreib's in mein Tagebuch. Ich gehe mir inzwischen das Gesicht waschen, okay? Danke. Du bist der Beste. Ich habe jetzt was zu schreiben. Wie lautete der Name der Galerie doch gleich? Was war das? Habe ich dir nicht gesagt, dass sie dich auch hier belästigen würden? Aber ich kann nicht ablehnen. Wie lange sind wir jetzt unabhängig von Interpol? Und was haben wir seitdem erreicht? Ich begreife es nicht. Du regst dich immer auf, tust es dann aber trotzdem. Du und deine Abteilung. Ihr könnt nicht ohne einander. Aber Max, wir müssen was erreichen. Wir müssen beweisen, dass wir genauso gut arbeiten wie früher. Das geht mir nicht in den Kopf. Als du bei Interpol warst, war Renier dein Boss. Jetzt bist du mehr oder weniger unabhängig und wer sagt dir, was du tun sollst? Renier. Du weißt, dass wir hinsichtlich unseres Budgets noch von ihnen abhängig sind. Und jetzt rate mal, wer dort über unsere Finanzen entscheidet. Ich weiß, dass ich gesagt habe... Lass gut sein, das ist kein Problem. Dann bekommen wir die Galerie wenigstens mal zu sehen. Und sogar umsonst. Max. Danke. Hast du die Autoschlüssel? Du meinst die von unserem Superwagen? Ja, die habe ich hier irgendwo. Sieh dir mal an, was sie von mir will. Hast du nicht gesagt, wir wären jetzt endlich mal weit genug von deinem Job entfernt? Ich nehme die Schlüssel. Lara behauptet zwar, sie wäre eine bessere Autofahrerin, aber sie lässt sich auch gern kutschieren. Max, da wäre noch etwas. Du willst mich nicht wirklich erneut fragen, ob es mir etwas ausmacht, oder? Als du aus dem Bad kamst, sahst du irgendwie blass aus. Ist etwas passiert? Keine Sorge, es ist alles okay. Vielleicht bin ich blass geworden, als ich mein Spiegelbild gesehen habe. Beim Aufwachen fühlt man sich wie 20 und dann sieht man in den Spiegel. Werde ich es irgendwann mal erleben, dass du mir eine ernsthafte Antwort gibst? Lass mich überlegen. Nein, ich denke nicht. Dann lass uns gehen. Wir müssen deiner Behörde schließlich einen Namen machen, nicht wahr? Du hast bei der Ausstellung in Paris fast all deine Gemälde verkauft, oder? Warum fahren wir dann diesen Wagen und mieten uns keinen schickeren? Einen schickeren? Was für einen denn? Keine Ahnung. Einen nicht ganz so alten? Das, ma chérie, ist ein Käfer. Wenn du den Unterschied zwischen einem normalen Wagen und einem Käfer verstehst, dann eröffnet sich dir ein völlig neues Universum. Ich kann's kaum erwarten. Ich werde deinen Sarkasmus einfach ignorieren. Dieser Wagen ist ein Juwel. Allein die Hupe, hör mal.
Ich markiere alle interessanten Orte auf meiner Karte. Hallo, ich bin Larissa Durand. Und Sie sind? Pascal Catlego, werte Madame Durand. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich sehr über Ihr Eintreffen freue und viel von Ihnen erwarte. Wenn ich richtig informiert bin, wurden hier einige Kunstwerke gestohlen. Und Sie sind mit den Nachforschungen der Polizei nicht zufrieden und haben Interpol eingeschaltet. Ja, das stimmt. Zum Glück habe ich einige Beziehungen. Vor langer Zeit habe ich schon einmal mit Ihrer Abteilung zusammengearbeitet. Da war sie noch nicht unabhängig. Das war vermutlich vor ihrer Zeit. Können Sie mir mehr erzählen? Was wurde gestohlen? Warum glauben Sie, dass wir Ihnen eher helfen können als die hiesige Polizei? Ich habe hier so gut wie keine Befugnisse. Lassen Sie mich zuerst den zweiten Teil der Frage beantworten. Ich habe kein Problem mit der Polizei an sich, sondern nur mit Captain Nomusa, der die Ermittlung leitet. Er geht mir viel zu nachlässig an die Sache heran. Heute stand in der Zeitung, dass der Fall abgeschlossen wäre. Unglaublich. Die Behörden scheinen zu glauben, es reicht aus, den Schuldigen zu suchen. Doch finden können sie ihn nicht. Was wurde denn eigentlich gestohlen? Verzeihung, wer sind denn Sie? Maxime Durand. Der Ehemann. Oh, tut mir leid, dass ich Sie im Urlaub störe. Er arbeitet gelegentlich für uns als externer Experte. Daher wird er uns auch bei dieser Untersuchung unterstützen. Großartig. Ich habe Captain Nomusa überredet, vorbeizukommen. Er müsste jeden Augenblick hier sein. Sie können sich ja schon mal die Akte über die gestohlenen Objekte ansehen. Außerdem kann es nicht schaden, sich hier einmal umzusehen und nach Beweisen zu suchen, die die Polizei übersehen hat. Ich glaube, dass Sie da deutlich mehr Erfolg haben werden. Sehen Sie nur. Unglaublich. In der Zeitung steht, dass die Untersuchung des Raubes in der Galerie abgeschlossen wurde, der Dieb jedoch nicht ermittelt werden konnte. Kein Wunder, dass Mr. Catlego so unzufrieden wirkte. Akten über die gestohlenen Objekte. Anscheinend ist hier alles gut organisiert. Hast du kurz Zeit, Max? Irgendwas stimmt doch nicht. Kannst du dich mal kurz wie ein Erwachsener benehmen und mir sagen, was los ist? Ich habe seltsame Dinge gesehen. Diese Statuen. Ich glaube, ich habe mal von ihnen geträumt. Sie interessieren mich. Hast du wieder Visionen? Willst du mir das damit sagen? Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Sei nicht dumm. Der Arzt hat doch gesagt, dass ich hin und wieder Rückfälle haben könnte. Und darum hast du auch die Tabletten, die du nie nimmst. Die brauche ich nicht. Aber ich nehme eine, wenn dich das beruhigt. Danke. Ich glaube, sie sind noch in unserer Tasche. Wie wäre es, wenn du die Untersuchung leiten würdest? Das würde dich von deinen Sorgen ablenken und dir bestimmt Spaß machen. Im Ernst? Ginge das denn? Das wäre ja großartig. Warum nicht? Aber ich werde dich genau beobachten, Sherlock. Lass uns jetzt zu Catlego zurückkehren. Captain Nomusa? Ja? Ich bin... Machen Sie sich keine Mühe. Ich weiß, wer Sie sind. Würde aber gern wissen, warum Sie hier sind. Ich soll Ihnen bei den Nachforschungen helfen. Soweit ich weiß, hat niemand um Hilfe von außen gebeten. Und zu Ihrer Information. Der Fall ist abgeschlossen. Das weiß ich. Kann ich die Akte einsehen? Hier ist sie. Sie werden schnell erkennen, dass wir nichts unterschätzt haben. Ein normaler Raub, keine Zeugen. So etwas passiert. Warum haben die Diebe nur 4 Objekte gestohlen, wo sie schon mal da waren? Meiner Ansicht nach waren sie hinter etwas Bestimmtem her. Aha, Sie sind also Experte. Es wurde nicht mehr gestohlen, weil sie vermutlich gestört wurden. Sonst noch Fragen? Nur noch eine. Wieso gibt es keine Zeugen, wenn sie jemand gestört hat? Hat sie einen Wachmann gesehen? Kann er aussagen? Was ist das hier, ein Verhör? Wenn Sie glauben, sich hier einen Namen machen zu können, dann versuchen Sie es ruhig. Aber gehen Sie mir nicht mit solchem Unsinn auf die Nerven.
Wenn Sie andere Fragen, vernünftige Fragen haben, dann finden Sie mich auf dem Polizeirevier. Guten Tag. Kann ich mir die Akte mal ansehen? Klar, hier ist sie. Sie haben nur einen Fingerabdruck gefunden, der vom Täter stammen könnte. Und es ist auch nur ein Teilabdruck. Ist das ein Problem? Für einen Vergleich braucht man eine bestimmte Anzahl an Minütchen. Und hier sind vielleicht nicht genug vorhanden. Minütchen? Fingerabdrücke unterscheiden sich anhand ihrer Unregelmäßigkeiten. Aber der Täter hat den Abdruck vermutlich an einer Kante hinterlassen. Daher fehlt ein großer Teil. Dann hat er keine Handschuhe getragen und trotzdem nur einen Fingerabdruck hinterlassen? Das ist doch seltsam, oder? Ja. Das ist es. Das Glas des zerbrochenen Schaukastens war angeblich auch völlig sauber. Und was machen wir jetzt? Können wir den Teilabdruck nicht wenigstens mit der Datenbank von Interpol vergleichen? Das ist einen Versuch wert. Aber wir müssen ihn irgendwie zu Interpol bekommen. Dann haben wir also doch ein Problem. Wie stellen wir das an? Nimm die Akte und bitte die Rezeptionistin, sie einzuscannen und zum Hauptquartier zu schicken. Na super. Danke, dass du mir das überlässt. Kann ich Sie wohl erneut um einen Gefallen bitten? Können Sie das einscannen und zu einer Nummer faxen, die ich Ihnen aufschreibe? Natürlich. Unsere Technik steht Ihnen zur Verfügung. Vielen Dank.